Hallöchen Leute, ich mache das jetzt mal so, weil mit dem Video, ich habe da Videomaterial von über 4 Stunden und das kriege ich nicht so weit runtergekürzt, wie ich das eigentlich vorhab. Das würden immer noch 2 Stunden werden und das guckt sich doch keiner an. Es geht jetzt hier nochmal um das Netzteil. Ihr seht schon, ich habe was gemacht. Hier ist der, das ist noch lose. Der 7812CV von SGS, glaube ich, hier auf diese Metallplatte geschraubt. Ich habe hier die Elkos gewechselt. Ich habe das auch alles getestet und gemacht und getan. Leider konnte ich euch das nicht im Video direkt darstellen auf dem Oszilloskop, wie das aussieht. Nur so viel sei gesagt, der Spannungsregler ist durch, der ist kaputt. Und zwar in der Art, dass er ab einer Temperatur um die 30, 40 Grad anfängt, immer mehr zu rauschen von der Spannung her und ein Signal drauf packt, was sich auch noch verändert, immer stärker. Das, ich kann es euch nur noch mal so zeigen, so, die Linie ging so, dann so eine kleine Spitze nach unten, so. Erst so längs und dann wieder so eine kleine Spitze nach unten und dann wurde das eine Spitze, noch eine Spitze, dann wieder ein bisschen Abstand, wieder eine Spitze und das so bei um die 1 Millisekunde ungefähr so in dem Abstand die Spitzen zueinander in 1 Millisekunde oder so. Das sage ich euch jetzt. Mir ist völlig klar, dass ich hier eine vernünftige Ausgangsspannung brauche, eine vernünftige Spannung, um überhaupt die Kiste zu reparieren. Das ist mir vollkommen klar. Keine Ahnung, wer ich da anschreibt, ich habe halt nur die E-Mail-Adresse. Sorry, aber langsam denke ich, du denkst, ich wäre total doof und habe von nichts eine Ahnung. Du, ich bin Industrieelektroniker. Ich habe davon Ahnung, ich habe die ganze Scheiße gelernt, auch TTL-Technik und was weiß ich, was Gattertechnik, ganze Scheiße habe ich alles durch. Es war schon ein paar Jährchen her, aber das kenne ich alles. Und eine Rippelspannung habe ich hier gemessen. Nachdem ich das Netzteil repariert habe, habe ich gedacht, das geht. Ich habe nochmal zwischendurch die Rippelspannung gemessen. Es war kein Rippel drauf. Für diese Art Netzteil, was da an Rippel drauf ist, ist es okay und normal. Das ist ein Netzteil von vor 30 Jahren. Das ist kein Schaltnetzteil. Das ist ein Linearregler in dem Sinne hingerotzt. Und für die Art und Weise ist die Rippelspannung, die da drauf ist, noch okay. Das habe ich dir ja geschrieben. Für die anderen, die jetzt die Rippelspannung, die ich da gemessen habe, ist okay. Aber das, was ich hier jetzt noch gemessen habe mit dem Teil und der Last mit warm werden, das ist nicht mehr okay. Das habe ich vorher nicht gemessen. Da kommt noch das Laufwerk dazu. Das verändert die Spannung auch nochmal. Die schwankt dann noch ein bisschen hin und her, wenn der Motor anspringt, der Stepper-Motor. Da kommen dann auch nochmal Signale drauf. Und irgendwann sagt die Logik auf diesem PC, die ist eigentlich sehr robust, was Spannung angeht. Die ist nicht so empfindlich. Wenn da ein bisschen Rauschen drauf ist, das macht ja nichts aus. Aber selbst dann wird sie aus dem Takt kommen. Und ich habe es getestet, einmal frisch eingeschalten, Diskette rein, Spiel gestartet, läuft. Nachdem er schon warm war, so bei um die 55 Grad, hier am Kühlkörper gemessen, so, ich schätze mal mit dem Finger reell waren es 60 Grad, nochmal versucht das Spiel zu starten, es lief dann nicht mehr. Ich versuche das jetzt so weit zusammenzuschneiden, damit es nicht allzu lang wird. Und hoffe, dann sind erstmal alle Sachen geklärt darüber. Das hier, das Ding kann ich vergessen. Ich habe keinen 7812, habe ich nicht. Das hier ist eine Lösung, die ich jetzt gemacht habe, um überhaupt eine Spannung zu haben. Eine vernünftige, da kommt eine vernünftige Spannung raus, damit läuft die Kiste. Kann ich nur so sagen.
Das Ding wird so schnell warm, das wird innerhalb von 10 Minuten so warm, dass er dann nicht mehr richtig will. Und wenn ich das Ding nicht weiter kühle und das immer wärmer wird, dann steigt irgendwann die ganze Kiste, dann kommt da kein Bild mehr. Wenn ich das kühle, läuft es aber auch nicht ganz stabil, weil ich weiß nicht, was dieser Spannungsregler noch alles anstellt auf der Leitung. Ich weiß es wirklich nicht, was da noch alles zusammenkommt. Ich habe erstmal diese Lösung, das ist keine permanente Lösung, sage ich nochmal im Video. Das als Vorwort, als Einleitung. Und guckt jetzt das Video an. Eine Sache muss ich noch sagen, die Elkos hier, die zwei sind nicht die richtigen, die da drauf gehören. Die haben nur 470 μF, da kommen eigentlich 4700 μF drauf. Die habe ich aber auch nicht da. Ich kann nicht alles hier, sagen wir mal so, auf Vorrat haben. Geht gar nicht, weil ich es nicht immer brauche. Ich habe ein kleines Sortiment, Elkos, so Standardwerte, 1 μ, 10 μ, 4,7 μ, 22 μ und so weiter, so standardmäßig hier 470 μ, die habe ich so ein bisschen standardmäßig da, aber nicht solche großen Elkos, Filter-Elkos habe ich nicht. Kann ich nicht. Wer kann das schon? Wenn ich die nicht ständig brauche und nicht ständig habe, ich habe die nicht auf Lage. Und ich mache hier Videos so, wie ich es für richtig halte. Das ist mein YouTube-Kanal. Das mache ich hier so, wie ich es will. Ich mache es nicht wie alle anderen. Wer professionelle Reparaturen sehen will, soll bitte einen anderen Kanal gucken. Ich mache es hier auf meine Art und Weise. Ich mache es für mich so. Wenn ich für andere Leute was mache, und das ist wirklich sehr wenig, dann mache ich das nicht in dieser Art und Weise, wie ich es hier für mich mache. Das muss ich auch noch mal klarstellen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Ich weiß nicht, was ihr von mir erwartet, dass ich hier hochprofessionelle Videos veranstalte mit Kamerateam und Kameratechnik im Kleinwagenbereich und Werkzeug in Einfamilienhausbereich vom Wert her. Mache ich nicht. Habe ich gar nicht die finanziellen Mittel zu. Ich mache das auf meine Art und Weise, wie ich es will. Ich mache hier das so, wie ich es für richtig halte, für mich selber. Wen das nicht interessiert, da gibt es irgendwo einen Knopf, der am PC, da steht Power drauf. Einfach ausmachen, fertig. Da könnt ihr woanders gucken, was auch immer. Es gibt genügend Kanäle, die das, weiß ich nicht, wie im OP-Saal durchführen, mit Handschuhe und Maske und Sterilität und hast du nicht gesehen. Dann guckt euch die Scheiße an. Ich mache es hier auf meine Art und Weise. Ich habe die Art und Weise hier gemacht. Ist für mich selber. Ich weiß, was ich hier mache. Ich kenne die Gefahren. Ich kenne die Gefahren, die dahinter stecken, was das alles bedeutet. Wenn die Kiste im Endeffekt nachher abraucht, dann raucht sie ab. Das ist meine Sache. Dann habe ich Pech gehabt. Scheiße, Punkt, aus, Ende, dann ist es so. Mache ich das genau so, wie ich es hier für mich mache, für fremde Leute, und da geht was kaputt, dann bin ich der Gearschte, muss ich ihm das ersetzen. Das mache ich aber nicht. Ich mache das nur für mich so in dieser Art und Weise. Ich würde niemanden irgendwie ein Netzteil so hinbauen und sagen, hier hast du, mach mal, sei früh glücklich darüber. Das mache ich nicht. Sorry. Wer glaubt, dass ich das so auch für fremde Leute machen würde? Nein, mache ich nicht. Kommt mir gar nicht im Sinn. Ich mach das hier auch nicht wie in einem Betrieb oder sonst wie. Dann geht woanders gucken, wenn ihr sowas erwartet. Aber bei mir gibt es sowas nicht. Nee, sorry. Geht woanders gucken, wenn ihr was anderes erwartet, aber bei mir gibt es das so und nicht anders. Und ich brauche nicht ständig Tipps und dies muss ich nur machen und das muss ich machen und das steht so im Schaltplan und das und jenes und hast du nicht gesehen? Leute, das weiß ich alles teilweise. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich nach Hilfe. Ich habe ein Video gemacht, da habe ich nach Hilfe gefragt wegen Kopierprogramm. Gut, da kam jetzt in dem Sinne bis jetzt noch nichts, weil ich es selber noch mal gefunden habe. Aber wenn ich wirklich Hilfe brauche und nicht mehr weiter weiß, dann werde ich fragen. Dann ist okay. Wenn ich sage, ich weiß nicht, warum das Netzteil so bescheuert ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich mache das erstmal so. Vielleicht kann mir ja einer sagen, warum das so ist, dann mache ich das. Aber für mich stand fest, das Ding hier, dieser blöde Regler, der ist im Arsch, und es hat sich im Endeffekt bestätigt, dass der im Arsch ist. Und fertig.
Ersatz habe ich keinen da, also mache ich erstmal die Lösung, damit ich überhaupt weitermachen kann, damit ich überhaupt gucken kann, geht das, was vorher nicht geht. Ja, geht. Teste jetzt noch weiter im Hintergrund. Im Hintergrund bestelle ich mir auch noch Teile, werde das irgendwann mal austauschen. Dann muss ich doch nicht jeden Schritt bei YouTube zeigen, oder was? Kommt doch gar nicht in die Tüte. So, jetzt ist aber genug gesappelt. Viel Spaß beim Video. Ich versuche es so kurz, aber auch informativ wie möglich zu halten. Wie lange es jetzt im Endeffekt wird, weiß ich nicht. Es kann vielleicht auch noch mal eine Stunde lang werden. Keine Ahnung. Ich versuche es zumindest auf das Wesentliche runterzubrechen, was ihr wissen müsst. Und der Rest ist eigentlich dann scheißegal. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in meinem Vergangenheits-Ich. Hallöchen, Leute. Nochmal Netzteil C128. Und zwar, ich habe nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe auch die Kommentare von Elektronik noch gelesen gehabt und von dem anderen Kommentar. Da habe ich leider nur eine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, wie ich diese Person ansprechen darf. Ihr habt in Teilen recht. Keine Frage. Ja, Elektronik, ich hätte den da runternehmen können und hier auf das Blech schrauben können. Weil er so warm werden darf, weil der so viel verheizen muss. Habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Weiß ich jetzt nicht, ob den Kommentar dreimal ediert. Klar ist, bei 600 mA muss der da drinne roundabout, so grob überschlagen, ich habe es nicht ausgerechnet, 7 Watt verheizen. 7 Watt ist eine ganze Menge, dass der dann so heiß wird, ja. Aber ich hätte nicht erwartet, dass der mit Kühlkörper, der ein bisschen Konvektion hat, hier nach oben hoch, so schnell innerhalb von, was habe ich gesehen, 2,5 Minuten auf 80 Grad steigt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerade vergessen, der eine Kommentar meinte, hier wäre irgendwie der Schrank, wie auch immer, von den Elkos runter. Kann ich jetzt nicht erkennen, dass die sich zurückzieht. Ich weiß nicht, wo du das gesehen haben möchtest. Hier ist der große Elko, da hat sich nichts zurückgezogen. Die kenne ich so, dass die nicht hundertprozentig geschrumpft sind. Der ist auch nicht hundertprozentig geschrumpft. Der ist für 5 Volt, der ist die Eingangsspannung nach dem Zwei-Wege-Gleichrichter. Also nicht mein richtiger Brückengleichrichter, sind nur 2 Dioden. Und die 2, da sehe ich jetzt nicht, dass die sich da irgendwas zurückgezogen hätten. Da hinten ist noch ein Folienkondensator. Mehr ist da nicht. Ich werde die mal auslöten, werde sie auch ausmessen. Ich werde den halt, wie gesagt, auch mal runternehmen und mal aufs Blech schrauben. Was ich jetzt aber machen möchte, werde hier wieder ein Kabel anlöten. Von dem hier, das werde ich mal aus dem Stecker rausnehmen. Das kann ich ja einmal abisolieren und kann ja von da aus daran. Ich habe das ja noch alles dran, ist ja alles original geblieben. Ich habe es ja nicht kaputt gemacht. Wieder Temperaturfühler dran, werde Zeck mit Kränken starten und werden wir schauen, was der macht, wie heiß der wirklich wird im Betrieb. Strom messen muss ich gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich habe keine Stromzange, was natürlich idealer wäre, wenn ich eine kleine Stromzange hätte, die ich dazwischen hängen kann. DC Stromzange, ich glaube, ich habe nur eine AC irgendwo rumfliegen. Dann könnte man den Strom direkt sehen, aber ich werde versuchen, mal von da noch ein Multimeter zwischen zu hängen, dass man das vielleicht auch noch sehen kann. Temperaturfühler mache ich noch ran, damit wir die Temperatur beobachten können. Erstmal möchte ich zeigen, wie stark die Temperatur hochgeht. Innerhalb von, was weiß ich, 10 Minuten. Natürlich werde ich nicht die ganzen 10 Minuten durchzeigen. Ich bereite das jetzt erstmal vor. Ich mache da erstmal ein Kabel ran, das da ran, Temperaturfühler ran. Kiste starten und dann schauen wir mal. Und dann, wie der Strom ist, dann, ob die Elkos, die hier wirklich irgendwie vielleicht schon über den Jordan sind, wie auch immer, und ob die Kiste noch einwandfrei läuft. Achso, ich habe noch vergessen zu sagen. Ich habe das jetzt hier nicht als Permanentlösung. Das soll gar nicht so bleiben. Das ist nur, damit ich hier erstmal eine vernünftige Spannungsversorgung habe, damit ich hier
andere Fehler ausschließen kann. Weil es was nützt mir das, eine instabile Stromversorgung zu haben. Die Kiste spinnt rum ohne Ende und ich suche den Fehler auf was weiß ich welchen Sachen, auf welchen Punkten. Will ICs tauschen, Elkos tauschen und dabei ist es einfach nur irgendwo die Spannungsversorgung, die nicht richtig läuft. Das nur nochmal am Rande, also das ist keine Permanentlösung, natürlich nicht. Sollt ihr ja gar nicht denken, ich habe das nur so gemacht, damit ich hier überhaupt erstmal gucken kann, läuft die Kiste wirklich mit ein vernünftiges, stabile 12 Volt und anscheinend tut sie es. Zu 90%. Ich kann das Spiel starten, was vorher nicht starten wollte. Ich habe es ja vorher schon dreimal versucht, auf Diskette zu kopieren. Dreimal versucht zu starten, wo noch der dran war. Und dreimal hat es nicht hingehauen. Jetzt habe ich das dran und jetzt läuft das. Also ich werde das jetzt vorbereiten, werde das machen. Und dann gucken wir mal, was wirklich Phase ist. Für mich steht fest, der hier hat einen weg. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das jetzt erstmal vorbereiten. Und dann sehen wir uns da wieder. Und dann schauen wir mal, was wirklich los ist. So, nun bin ich wieder da. Die haben schon mal vorbereitet. Hier ist der wieder der Temperaturfühler. Hier habe ich jetzt einfach mal so mit einer Klemme die 12 Volt von dem Netzteil wieder von unten. Das ist das original gelbe gewesen, was ich ja an der Kiste dran habe. Jetzt gehen wir mal hier auf das Thermometer. Ich muss es euch leider so zeigen. Jetzt haben wir 24 Grad. Ich nehme wieder Zickmeckrecken. Das braucht eine ganze Weile, bis das geladen ist. So. Jetzt gehe ich da auf Dings, Dings, 0,8, 0,1. So, jetzt lasse ich das laufen und werde das mal hier einen Schnitt machen, bis das gestartet ist. Ja, ich mache einen Schnitt, bis es gestartet ist. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn das soweit fertig ist. So, jetzt sind wir wieder da. Er ist noch am Lernen. Jetzt macht er die Vorschau. Und wir sind bei 54, 55 Grad. So, jetzt lasse ich ihn hier weiterladen. Jetzt ist er gestartet, jetzt ist er bei 60 Grad. Also Thermometer sagt 60, also Finger sagen schon mehr als 60. Also müsst ihr verstehen, das ist ja jetzt keine richtige Thermokappling. Ist ja nur so ein bisschen reingeklemmt. Also das ist schon über 60 Grad. So, und jetzt läuft das Laufwerk nicht mehr. Jetzt habe ich das Spiel. Benutze Bett. Jetzt spiele ich mal eine Weile. Ist immer so bei, also laut Temperaturfühler 60 Grad, also mit dem Finger ist er wärmer. 70 Grad. Von der Gesellschaft, bla bla bla. Und dann fängt er wieder an, sich ein bisschen abzukühlen. Kommt natürlich auf die Umgebung drauf an. Er ist jetzt hier offen. Wenn das nachher das Gehäuse geschlossen ist, staut sich ja noch die Wärme, dann wird er ja auch noch mal wärmer. So, jetzt versuchen wir noch mal das Spiel zu starten. Jetzt hat er ja Temperatur. Jetzt ist er auf 55, 56 Grad, ungefähr 60 in etwa. So, jetzt versuche ich das nochmal zu starten. Diskettenfehler.
Da kannst du jetzt nicht mehr starten. So. Und der ist jetzt so gut warm. Ich schalte ihn jetzt so aus. Lass ihn abkühlen. Werde jetzt das andere Multimeter dazwischen hängen. Ohne dem Laufwerk. Ja, sagen wir mal 60 mA, also 10 mal weniger. Ich sag euch, wie spät ist es? Setze 5 nach 11. Ich werde jetzt mal das ein bisschen so lassen und dann gucken wir mal so in, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten wieder rein. So, bin wieder da. Er lief jetzt so, ohne was zu machen. Circa 10 Minuten. Das sind jetzt, es ist 11.15 Uhr. Ihr seht, er ist auf 46 Grad. In etwa mit etwa 0,06 Ampere. Also mit 60 Milliampere. Sind so grob 8 Watt. 0,8 Watt, die da jetzt durchgehen. 0,8 Watt. Die da in, ja, grob geschätzt 50 Grad verwandelt. Das ist für meine Verhältnisse viel zu viel. Also 0,8 Watt in ungefähr 50 Grad. Nein. So, jetzt wollten wir ja das Spiel laden, ne? Go 64,1. Haben wir das einmal, glaube ich, gesehen, ne? Der war auf etwas über 600 mA. Jetzt sind wir bei 240, 200, ja, 233. Also sagen wir mal so 240 mA, wenn das Laufwerk so läuft. Und damit geht er auf über 60 Grad. Leute, das ist für mein Verhältnis viel zu viel. Guck mal, er ist schon wieder fast bei 60 Grad. Ich habe gerade mal 5 Minuten dabei. Er würde noch höher gehen. Er würde auf 90, vielleicht 100, 120 Grad gehen. Und ich meine, das ist viel, viel, viel zu viel. In meinen Augen, für das bisschen Strom. Gut, er muss da jetzt 2-3 Watt verheizen. Aber Leute, der ist hier offen, der kriegt Luft, der kann gut nach oben wegkonvektieren oder wie das heißt jetzt. Hier kann die Luft schön vorbeiströmen, warme Luft steigt nach oben, kalte Luft zieht da an. Wenn jetzt noch das Gehäuse drüber ist, da ist nicht mehr viel, was da an Luft aufsteigen kann. Dann wird der noch wärmer. Ich glaube nicht. So, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ich nehme mal die Elkos raus. Ich messe sie nach. Ich muss gleich nur mal gucken, wo ich das diesen Transistor-Tester gelassen habe. Also ich löte dann jetzt mal die Elkos aus. Messen mal die Elkos nach. Jetzt gucke ich mir die Elkos an. Habt ihr ja auch gesagt, dass die Elkos ja nicht mehr so toll aussehen. Ich meine, die Elkos aus der Zeit sind eigentlich relativ gut. Die Elkos. Ich habe hier ein Elko 330 μ. Der geht definitiv auf die Eingangsspannung und Masse. Und ein Elko von, was ist das, 22 μ, 25 Volt auf die Ausgangsspannung, so wie es aussieht. Werde ich jetzt mal ablöten. 330 μ, 25 Volt von Cosonic oder sowas. Einmal, zweimal,
testen. Ich gehe mal ein bisschen dichter. 351 VLOS 1,8, ESR 0,38 Ohm. Ja, gut, für das Alter ist das eigentlich noch okay. Und jetzt noch mal den kleinen an der Ausgang aus der, auf der Ausgangsseite. So, da noch mal 26 μ 1,7 Ohm. Na gut, der ist schon ein bisschen höher. 22 μ soll er haben. Der ist schon ein bisschen was höher. 22 μ. Also 22 μ neu habe ich da. Natürlich so, dass es kein Kurzschluss macht. Hier ein neuer. Die 9 Volt Batterie habe ich aus der Sammelkiste original verpackt rausgeholt. 21, ne, ESR 2 Ohm, VLOS 1,1. Also der ist nicht besser. Eventuell sogar schlechter. Der ist sogar neu. Ich nehme nochmal einen anderen. So, das ist ein anderer neuer. Der hat 50 Volt. 22 μ 50 Volt. ESR 2 Ohm, VLOS 1,1. Also, ich finde den besser. Aber ich nehme einen neuen. Weil ihr es so wolltet, nehme ich einen neuen. So, der 330 μ. Habe ich da noch was? 220? 100? Nee, 330 habe ich nicht mehr. Nehmen wir mal 220. Nehmen wir mal 220 μ. So. Testen. Ohm, 0,9% Bloss, 218. Nehmen wir nochmal den alten. Fast 30 Jahre alten. Prozent. 350. Ich löte da zwei neue ein, die von den Werten her ein wenig höher sind im ESR und VLOS als die alten. Ich habe ja gesagt, den alten, da habe ich eigentlich nie Probleme mit gehabt. Aber wenn ihr das so wollt, mache ich das so. Versuche ich es nochmal zu zeigen. L7812 SS SSS SGS, keine Ahnung, wie auch immer. CV. Den nehme ich damit raus. Mache ich dann drei Kabel ran. Den 4710 Volt. Den habe ich natürlich nicht da. In der Größe habe ich keinen. Im Moment, zurzeit. Der ist auf der 5 Volt. Was sagte ich jetzt, der 4700? Schauen wir mal. Die Odel? Willst du mich verarschen? Auf der 5 Volt Seite? ESR 640 Milliohm, 3,2% Loss und 6336. Das kann nicht passen. Wir nehmen mal das Multimeter. Das kann ja auch Mikrofahrrad. Mikro-Milli-Fahrrad.
Nano, ja, müssten jetzt 4,7, ne 6,4. Hat ja mehr als er soll, ne? Eigentlich gut, ne? Ja. Die Leute, die jetzt meinen, der ist es ja gut, der hat ja 6000 Mikrofarad, also 6000 und ein bisschen Mikrofarad anstatt 4700. Leute, der hat einen internen Widerstand, deswegen zeigt er mehr an. Wenn die wirklich viel mehr anzeigen, als sie sollen, dann sind sie hinüber. Jetzt nehme ich nochmal den großen. Was soll der haben? 4700, 25 Volt. Und irgendwie glitzert der da. Ist der ausgelaufen? Gut, es kann natürlich jetzt auch schon an der Eingangsfilterung liegen, dass der noch ein bisschen was Probleme macht. Der 12 Volt Regler. Könnte natürlich sein. 5119. Das ist eigentlich noch relativ okay. 5119. Nehmen wir nochmal das Multimeter. Das wird jetzt ein Weilchen dauern. 5, noch was Millifarad müsste er jetzt anzeigen. 5,15. Ja, 4700 habe ich natürlich nicht da. Ich mach mal 2470 µ rauf. Ja. Vielleicht filtern die ein bisschen besser als die anderen beiden. Also der hier hat ja 6000 noch was. Also der hat schon einen ordentlichen Widerstand dazwischen. Der ist schon wirklich nicht mehr so toll. Der hat ja 1000 und ein bisschen mehr. Ja, knapp, ja nicht ganz 800. 800 µ circa mehr. Vielleicht filtert der auch nicht mehr so ganz so besonders. Machen wir das einfach. Wir machen das einfach mal. Vielleicht habt ihr ja recht. Vielleicht habe ich Unrecht. Will ich ja gar nicht bestreiten. Ich kann ja auch Unrecht haben. Dann werde ich wohl neue bestellen müssen. Das muss aber warten. Das kann ich nicht sofort machen. Außer irgendwer hat zu Hause noch ein ganzes Sortiment von 1 µ bis 4700, 8000, was weiß ich, 1 Million µ rumfliegen und schickt mir die gerne zu. Der kommt da so rein. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht will das ja einer tun, ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht alles vorrätig haben. Also dafür habe ich gar nicht die finanziellen Mittel, alles vorrätig zu haben. Und so viele Geräte mache ich nicht, wo ich die ganzen Bauteile immer und immer wieder brauche, dass ich mir die auf Vorrat lege. Das ist dann mal eins so und mal eins so. Einiges habe ich, aber nicht alles. Das, was ich ständig brauche, das kann ich immer auf Vorrat haben. Aber das, was ich nicht ständig brauche, das kann ich immer nur nach Bedarf besorgen. Und nach Bedarf ist eigentlich immer das, was ich gerade nicht da habe und was ich dann gerade brauche. Das ist ja meistens so.
Und da das ja meistens immer nur das ist, was ich immer brauche, müsste ich mir eigentlich immer alles neu kaufen. Zum Beispiel, wenn noch irgendwer, ich weiß ja nicht, ob da noch irgendwer dabei ist, eine Programmierkiste hat für solche ICs hier, denn die EEPROM-Geschichte mit dem AM27C256 oder 126 oder 128 oder 512er oder irgendwie so in dem Dreh. Für PIC brauche ich nicht. Der TL irgendwie USB, den sehr viele Leute haben, kostet mittlerweile über 100 € und der kann die, glaube ich, gar nicht erst mit einem Update, Umbau, Adapter, keine Ahnung, irgendwie sowas war das. Meinetwegen auch was ganz Altes, was über COM-Port oder Parallelport angeklemmt wird, also sowas von relativ, muss nichts auf USB sein. Parallelport oder COM-Port hätte ich hier noch. Irgendwie so ein Programmer-Ding da. Ganz einfachen. Diese alten ICs können, die alten EEPROMs, nicht die ganz neuen brauche ich nicht. Also nicht für BIOS von PC oder sowas. Oder Grafikkarten oder sowas, das brauche ich alles nicht. Ja, komm mal hier. Nur das Kabel da reinkriegen. So. Weiß nicht, ob ihr sowas sehen, ob ihr das sehen könnt. Nö, ne? Also wenn es um Werkzeug geht, ne? Da habe ich ja sehr viel. Aber was mir noch wirklich fehlt, ist eine richtige Ader-Endhülsenzange. Ich kriege es nicht hin, eine vernünftige Ader-Endhülsen-Crimpzange zu bekommen. Aldi hatte wieder Crimpzange im Angebot, aber wer braucht denn bitte als Privatperson RJ45 Crimpzange für Netzwerkkabel? Wer braucht denn sowas? Das bietet Aldi an. Eine Crimpzange mit den RJ45 Steckern als Set für einen Zehner. Wir brauchen das. Ja, gut, für den einen oder anderen mag es ja gut sein, sowas mal zu haben, aber dann doch nicht aus dem Aldi. Gut, die Zange hier, die ist von Kraftwerkzeuge, die habe ich, glaube ich, für 8 € oder was von Norma. Reicht. Das reicht. Mal um was abzuisolieren, reicht das völlig aus. Zum Beispiel auch im Auto diese Verbinderdinger da oder Flachsteckhülsen oder sowas mal zu krimpen, damit reicht das. Das reicht dafür. Aber professionell ist was anderes. Ja gut, jetzt könnte man wieder argumentieren, wer braucht bitte eine Ader-Endhülsenzange? Privatperson. Naja, ich sag mal so. Die brauchst du schon mal häufiger. Also eine RJ45 Zange. Und warum Ader-Endhülsenzange? Weil, wenn ich zum Beispiel eine neue Lampe verlege oder auch hier so als Bastler für so ein Step-up, Step-down mit Schraubkontakten oder sowas. Oder ich repariere meine Verlängerungsschnur, was man natürlich nicht machen sollte als Privatperson, aber das machen viele. Dann brauchst du mal öfters eine Ader-Endhülsen-Crimpzange und Ader-Endhülsen dafür, weil alles andere wäre eigentlich nur Murks, weil man das ja nicht verlötet in die Schraubklemmen rein tut. Du sollst ja mit Ader-Endhülsen machen und die wird eigentlich
eher gebraucht als eine RJ45. Seit wann krimp ich mir mal ein Netzwerkkabel? Mein Gott, das kommt vielleicht einmal in 10 Jahren vor, wo ich mir ein eigenes Netzwerkkabel krimpen würde. Also ganz ehrlich, wie beknackt ist denn sowas? Ich mache da jetzt ja nicht so viel drauf, dass das sich in allen Richtungen rausquetscht, bis und geht nicht mehr, so wie manche das machen. Manchmal ist weniger mehr. Ich sehe das immer auf den PCs, aber da ist manchmal nicht weniger mehr, sondern da ist manchmal weniger viel zu wenig. Beziehungsweise es ist wenig, was sie nehmen. Aber es ist eigentlich auch genug, aber sie verteilen es nicht. So, den haben wir da dran. So, das wolltet ihr so, dass ich den ans Blech schraube. Ich mache das erstmal so. Machen wir die elektronische Last da wieder dran. 300 mA, sollte doch passen, ne? So, 300 mA. Er sollte jetzt natürlich nicht mehr so doll warm werden. Minus plus 11,97. So, dann hatten wir ja hier den ein Elko. 23,3. Da ist der andere Elko zwischen. Das ist ja 11,97. Das ist der große Elko. 23,28. Der andere große, da müssten 5 sein, 5,14. So. Kann der mir Ribbel anzeigen, so AC, True RMS. Anscheinend nicht. 9 Volt, eingangsseitig, ausgangsseitig. Wackelt er irgendwie was bei 4 Volt? So, die große. Ja. 1,2 Volt Ripple eingangsseitig. Und bei 5 Volt gar nichts. Also ist auch nicht unter Last. So. 300 mA. Oha. Wird heiß. Also mit dem Finger hier am Blech spürbar merklich warm. Ich versuche da mal das Dings daran zu klemmen. Ich klemme den jetzt nur mal auf die Schraube drauf von dem Spannungsregler. Ja, muss erstmal da. Ja. Erstmal meine Last kühlen. Und dann die Schraube dran. Hm.
Ossi. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. So, ich gehe auf 5 Millivolt. Ausgangsspannung. Da ist ein bisschen noisy. Ein wenig noisy. Was haben wir denn da? 10 Millisekunden. Da ist ein bisschen was drauf, aber 2,5 Millivolt im Großen und Ganzen. So, das war die Seite. Masse ist damit verbunden. Das ist dann der Elko. Da ist schon mehr. Wo sind wir jetzt? Bei 1, 2, 3 Volt. 2 Millisekunden. Wie groß ist die Amplitude? 2, 4, 6, 8, 10 Millisekunden. Jetzt auf 10 gehe. Passt es auch, aber dann kann ich es nicht mehr sehen. Also auf dem ist noisy. Also der hat Ribbel drauf von 3 Volt. So, beim 5 Volt unbelastet. Zehn Millivolt. Ja, unbelastet 10 Millivolt. So, jetzt sind wir bei 45 Grad. So. Gehe ich mit dem Strom mal auf 60 Milliampere. Da, ich hoffe, ihr seht das, 60 Milliampere. Vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Also mit dem Elko wahrscheinlich nicht gut. So, jetzt kann ich aber noch den Eingangs-Elko messen. Ne? Der hat ja auch Masse. Da ist eindeutig mehr drauf. 2, 4, ja, 5, 6 Volt. Auch so bei 2, 4, 6, 8. 10 Millisekunden. Der Eingangsfilter Elko. Knappe 6 Volt Ripple. Das ist zu viel. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe nichts. Ich kann nichts besser machen. Und die Ausgangsspannung hat nichts. Solange die Ausgangsspannung nichts hat. Das sind grobe 0,1 Volt. Grobe 0,1 Volt hat die Ausgangsspannung. Und ich bin jetzt bei 60 Milliampere. Er sagt 50 Grad. Das Blech ist gut heiß. Ja, hier hinten ist noch kalt. Aber da um den Dreh rum ist schon sehr gut warm. Ist schon sehr gut warm. So, ich bin jetzt hier bei etwa 60 Grad. Was sagt die Ausgangsspannung? Also ist jetzt gestiegen. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ein bisschen mehr Intensität. Also sind schon knapp 150. Ne, 10, 15.
15 Millivolt. Also mit steigender Temperatur. Wird der Ripple höher, größer. Ich schalte es mal aus, ich lasse es mal abkühlen. So, ich würde mich nämlich jetzt gleich nochmal melden, das ist schon wieder eine Stunde Video um, ist egal. Ich lasse es abkühlen, sollte jetzt relativ schnell gehen und dann messe ich nochmal den Ripple, wie der aussieht. Also wenn der Ripple steigt mit steigender Temperatur, dann ist das nicht schön. Gut, ich habe jetzt nicht die großen Filter-Elkos drin mit 4700 Mikrofarad, aber es sollte theoretisch, wenn der Ripple, wenn er kalt ist, kälter ist, geringer ist, sollte der Ripple nicht höher werden, wenn er wärmer wird, ne? Eigentlich schon, bin ich mir der Meinung. Könnt mich ja korrigieren. Also, ich würde mich dann nachher gleich melden, wenn er soweit wieder abgekühlt ist. So, wie ihr seht, ist das jetzt wieder so auf, ja, circa 28 Grad. Wieso zuckt das jetzt hier so? Ich habe es noch nicht an. Da ist jetzt nichts drauf. Ich schalte es ein. Die Dings ist noch an. Und jetzt habe ich ein Ripple von 0,06 Volt. Also der Ripple ist recht niedrig. Und jetzt steigt die Temperatur und jetzt werde ich das mal beobachten. Ich kann euch das jetzt leider schlecht zeigen. Das ist mit der Kamera, ich kriege die da jetzt nicht auf die auf das Oszilloskop drauf. Steigt 0,8. Also Spannung am Ossi-Messen, habe ich ja mal gesagt, das ist eher so ein Schätzeisen. So, ist das jetzt hier die Last? Nein. Oder? Mach die mal aus. Mach mal die Last aus. Ich habe da jetzt ein komisches Signal drauf. Da ist so ein... wie soll ich das zeigen? Geht so ein Stück runter, wieder hoch, so. Mal die Last ab. Die Last ist es nicht. Nein, die Last ist es nicht. Mach die Last wieder an. Ja. Ich sag doch, der Spannungsriegel hat einen weg. Jetzt habe ich die Last wieder dran. Und das kann er nicht triggern. Guck mal her. Warum kann er nicht triggern? Da triggert er. Trigger. Hallo. Trigger mir das doch mal da drauf. Ja. Geh mal höher. Jetzt kann er triggern. Sind das schon... erst war das... eine Sonnenspitze nach unten, jetzt sind das eine Spitze, noch eine Spitze und dann ein bisschen was frei. Und das mit steigender Temperatur. Und die Spitzen werden länger. Extern. Ne? Da ist gut. Da kannst du gut triggern.
Nochmal größer. Es werden immer mehr Spitzen. Es wird immer rauschiger. Also sind wir wieder bei ungefähr 15 Millivolt. Ja, 15 Millivolt Dings. Und es liegt nicht an der Last. Wenn ich die Last nämlich abnehme, ist das Signal genauso. Nehme ich die Last mal komplett weg. Ist dasselbe. Es liegt nicht an der elektronischen Last. Und das so bei 2 Millisekunden. Liegt so im Bereich von 1 bis 0,5 Millisekunden die Spitzen. Also Fazit ist, wenn der PC, der C128, mit 12 Volt nicht startet und 12 Volt braucht und die 12 Volt bei, ich weiß nicht, bei welcher Gradzahl werde ich dann im Video sehen, beim Schnitt, aber ich schätze mal, das waren so um die 35, 40 Grad, was ich so noch gesehen habe, so aus dem Augenwinkel, anfängt Spitzen zu machen, also so Signale drauf kommen auf die Spannung. Wenn das passiert, dann kann es wirklich sein, dass es den PC irgendwie außer Takt bringt. Wenn dann noch der Stepper dazu kommt, der bringt ja auch noch mal ein bisschen Signale rein und der Motor bringt ja auch noch ein bisschen Signal rein auf die Leitung. Also ist die Leitung nicht sauber. Nicht sauber genug. Dann kann es zu Problemen führen. Und ich schätze mal, dieser Spannungsregler hat wirklich einen weg. Und da ist erstmal dieses Provisorium, was ich da gemacht habe, besser als das da. Wenn das solche Probleme macht, dann kann ich mir ja wirklich auf diesem PC tot suchen nach irgendwelchen Fehlerquellen, wenn die Spannung schon nicht mehr sauber genug ist oder Störung verursacht. Also, da hilft jetzt eigentlich nur entweder ein neuer davon, was natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen Quatsch ist, noch auf Linearregler zu gehen, bei so einer hohen Eingangsspannung vor allen Dingen mit so viel Verlust drauf. Der nimmt 6 Watt, 6 Watt nämlich, das sage ich schon, sagen wir mal 3 Watt im Betrieb, plus 3 Watt verheizt er, sind 6, sind 7 Watt, die er einfach so rauszieht, was nicht sein muss. Ja, das hier mit der Alufolie, das ist nur für die AC-Spannung, für den Dings, das ist nicht so schlimm, da mache ich mal eine neue rein. Also wie gesagt, das Ding ist in meinen Augen kaputt, wenn das so eine Sachen verursacht. Vor allen Dingen, wenn er warm wird, solche Sachen verursacht. Irgendein Schwingen anfängt, würde ich mal sagen, dass er da anfängt zu schwingen oder was. Gut, ich habe jetzt die Elkos hier getauscht gegen zwei neue, deren Werte schlechter sind als die, die original drin waren. Laut Test, aber dem Test kann man auch nicht hundertprozentig vertrauen, ist ja nichts Geeichtes.
Denn akzeptiert mal diese Lösung erstmal mit diesem Netzteil. Die 5 Volt habe ich jetzt gar nicht getestet. Brauche ich jetzt auch gar nicht mehr machen. Ich denke mal, die wird passen. Da ist er nicht ganz so empfindlich. Der hat so viele Ablockkondensatoren an den ganzen Spannungseingängen. An jedem IC ist ein Ablockkondensator dran von 100 Nanofarad. Ich schätze mal, das wird noch passen. Wo die 12 Volt noch gebraucht werden auf der Kiste, ich weiß es nicht, im Schaltplan ist nichts zu erkennen, wo der noch die 12 Volt braucht, warum der ohne 12 Volt nicht starten mag, das Laufwerk kann es nicht sein, das ist nur das Laufwerk, irgendwas, normalerweise starten die ja auch ohne Laufwerk. Oder er hat noch ein IC, kriegt noch irgendwo ein Signal vom Laufwerk her, über die 12 Volt hier, ich bin bereit, jetzt kannst du starten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber da ist die Lösung besser. Ich habe mir da schon gedacht, dass das Ding einen weg hat. Dass der einen weg hat. Das habe ich mir echt gedacht. Da war meine Vermutung gar nicht so falsch, dass der so heiß wird. Vor allen Dingen, na jetzt ist er hier wieder kalt, aber selbst auf dem Blech mit viel Fläche dran, wird er auch relativ heiß. Also ja gut, er lag jetzt bei nicht mal 60 Grad, obwohl ich habe jetzt nur auf die Schraube ein bisschen drauf geklemmt. Lass mal sagen, dass er 60 Grad hatte. Und mit dem hat der PC halt ein komisches Verhalten. Wenn er kalt war und das Spiel startete, das ging. Beim zweiten Mal, nachdem er heiß war, wollte das Spiel schon nicht mehr starten. Nachdem er wieder ein bisschen abgekühlt war, ging es wieder. Auch wenn er wieder hoch ging mit der Temperatur. Aber das ist ein Glücksspiel. Das ist denn wirklich, da denkst du dir, da ist irgendwas auf dem PC kaputt, was irgendwie mal will, mal nicht will. Und dabei ist es hier die Spannung. Ich hoffe, die Dings sind jetzt geklärt, die Missverständnisse. Auch wenn der so heiß werden darf, auch wenn der eventuell nicht kaputt sein sollte, nach eurer Theorie, nach meiner Theorie ist der hinüber, wenn der da so eine komische Rippelspannung macht, die ich vorher aber nicht gesehen habe. Aber ich dann sehen kann, wenn der warm wird, auf einmal kommt da so ein Zacken rein und plötzlich sind da zwei Zacken und der Rippel steigt sogar noch an von 0,05 Volt auf etwa 0,015. Also wird immer größer und dann noch diese Zacken drin, irgendwelche Stördinger da drauf. Da ist für mich das Ding hinüber. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Was soll ich denn anderes sagen? Das ist nun mal so. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber das geht nicht. Ich muss hier gucken, dass ich mit der Kamera das irgendwie so hinkriege, dass das mal geht. Aber dann kriege ich das nicht wieder hin, auf ein Dings zu zeigen, wieder zurück. Und die ganzen Dinger hier, die ich alle habe, die sind alle nicht so. Ist alles nur Plastik und das funktioniert nicht. Also, Fazit ist, das bleibt erstmal so, bis ich weiß, dass die Kiste vernünftig läuft und zum Schluss kommt da entweder eine Modifizierung rein, dass die 5 Volt und die 12 Volt über Step-Down Regler gemacht wird, oder es kommt ein PC-Netzteil rein, oder es kommt ein ganz neues Netzteil rein. Ich weiß es noch nicht genau, aber das ist erstmal so, dass es erstmal funktioniert, bis da wirklich alles komplett an der Kiste funktioniert. Das Diskettenlaufwerk muss ich ja auch noch justieren. Was nützt mir das Diskettenlaufwerk zu justieren, wenn die Spannung nicht passt und die Kiste mittendrin da abschmiert und ich die dann versuche zu justieren, das Laufwerk, und im Endeffekt mache ich da gar nichts mehr, weil die Spannung mir das da schon versaut. Und noch ein IC oder ein RAM oder der Prozessor oder was auch immer da noch irgendwo rumspinnt dann.
So, das hoffe ich jetzt, er hat einmal ein paar Leute überzeugt, der Scheißding ist doch hinüber oder Teil hinüber oder macht Sachen, die nicht schön sind für getaktete Anwendungen. Das Ding hat einen Takt, 1 Megahertz bzw. 2 Megahertz Takt. Ich brauche seine saubere Spannung, also sauberer als sie da jetzt rauskommt. Da kommt sie ja gut sauber raus. Habe ich jetzt noch nicht so weit getestet, wie sauber, aber sauberer als aus der Kiste hier. Gut, naja, dann bis zum nächsten Mal und...